So, meine. Ups. Geht das jetzt? Hallo? Hallo? So, meine Lieben, herzlich willkommen hier zur ESL-Meisterschaft. Wir haben ein klitzekleines, aber feines Problem gehabt. Oder was ist so klitzeklein, was nicht? Letztendlich technische Probleme. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier verzögert da sind. Aber wir werden uns dann jetzt trotz allem natürlich hoffentlich direkt in dieses Spiel stürzen. Deswegen haben wir leider die ersten Runden verpasst. Wie gesagt, nochmal dickes Sorry. Leider lag das ein bisschen außerhalb meiner Macht. Also, wir fangen an mit dem Sommermeisterschaftscup Nummer 3. Ironix Gaming gegen Fab Games eSports ist die Partie, die ihr bei mir zu sehen bekommt. Und das zumindest sollte ja eigentlich eine recht angenehme Partie werden. Kleine interessante Geschichte gibt es hier natürlich auch. Badger hat früher mit den Jungs rund um Skrunk gespielt. Das heißt, er hat da sicherlich auch nochmal ein kleines bisschen extra Motivation, hier die Jungs zu schlagen oder besser gesagt, ihnen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ironix hingegen sollte hier, denke ich, der klare Favorit sein, aber man weiß ja nie. Es ist außerdem natürlich wieder Cash, was sicherlich Ironix auch noch ein bisschen in die Karten spielt. Die einzige Sache ist, dass Badger sicherlich einiges weiß, was der Gegner spielen wird, da er einfach genug Erfahrung hat mit den Jungs. Cash sollte so ziemlich die beste Map von Ironix sein. Na, die Bombe liegt. Also, ein bisschen Zeit ist noch in den Retake hier anzuspielen. Sie haben ihn relativ freigelassen in A-Spot. Und jetzt kommt Ironix, einstudiertes Retake-Meisterstück hoffentlich. Skrunk mit dem ersten Gegner. Bolz kann sich wieder den Smoke draufstellen, kriegt eine weg, ist Raid. Die Frags fallen nur her. Und David K. fällt, sodass ich Fab hier den vierten Streich sichern kann. 4 zu 2. Also schön gehalten. Natürlich ist ein 4 gegen 5 Retake keine leichte Aufgabe. Die Jungs von Ironix müssen einmal durch die Eco, da führt kein Weg dran vorbei. Sie sollten allerdings sich dann nächste Runde wieder halbwegs was leisten können. 1400 gab es jetzt, 1900 dann im Anschluss. Ist nicht unbedingt komfortabel für die Jungs, aber ich denke, das sollte trotzdem machbar sein. Aber sie werden es wahrscheinlich tun, werden kaufen. Ich habe mich gerade nicht so richtig selbst. Das ist ein bisschen unangenehm. Egal. Müsst ihr es mitleben. Hauptsache es passt. Hauptsache ihr hört mich. Hauptsache ihr da draußen hört mich. Alles andere ist unwichtig. Ja, mein Flug hatte ordentlich Verspätung. Deswegen bin ich noch gar nicht so lange wieder da. Bin seit, was war das, 16:30 oder sowas, letztendlich wieder in Berlin. Und dann direkt frisch nach Hause, schön von der ESL One. Und dann wieder direkt rein ins Vergnügen. Hier der A-Spot eine relativ leichte Aufgabe. Und da muss auch noch nichts sagen, glaube ich, irgendwann früher oder später zumindest anfangen, hier auch zu blocken. Denn dieses Retaken hat sicherlich ein gewisses Risiko. Und da müssen wir dann. Oder müsste Ironix auf jeden Fall, zumindest wenn sie hier nicht diese große Schwachstelle aufrechterhalten wollen, dann müssen sie sich relativ bald drum kümmern, dass man da besser blockt und sich nicht immer nur auf den Retake verlässt.
Also wie gesagt, natürlich haben die Jungs gekauft. Phaser sitzt an der HWP, auf der HWP, mit der HWP, auf der Lauer. Und jetzt geht man rüber Richtung B. Also Mittelkontrolle mit B-Split, ziemlicher Klassiker hier auf Cash, aber nicht ohne Grund, eins der wichtigsten Sachen. Und da wird er gut angeschossen, Olle kommt nicht mehr weg vom Spot. Und man hat das Gefühl, dass man da relativ gut sieht, was passiert, wenn das Team oder wenn das Gegnerteam die eigene Deckung zu genau kennt. Zumindest wirkt das ein bisschen auf mich so, dass Ironix hier etwas ausgespielt wird. Da gehen wir schon in den Offensivbusch. Jawohl, holen das Gute raus. 6 zu 2. Wieder eine Waffenrunde, die schief geht für Ironix. Und wieder eine Eco, die daraus resultiert. Also, das ist natürlich eine äußerst ungünstige Verteilung hier. Die erste Runde ging an ESG sogar. Und dann wurde die Gegenrunde geholt, sodass man halt in die Doppel-Eco musste. Mehr oder weniger. Na gut, da konnte man wenigstens noch Waffen saven, dass das halbwegs brauchbar war. Ja, wie gesagt, eine Runde dann geholt. Dann stand es 4 zu 2 und ab dem haben wir es ja ungefähr gesehen. Führt dazu, dass die Jungs von Fab hier relativ viel Equipment durchbringen konnten. Das heißt, die müssen sich so schnell nicht wirklich Gedanken machen um eventuelle Ecos. Oh, Erased. Macht dann aber gut Damage an der Seite. Ja, dass der Sound noch so ein bisschen problematisch ist, das ist bekannt. Das Problem natürlich bei dem ist, dass wir aufgrund natürlich auch der ESL-One, die jetzt uns die ganze Woche vereinnahmt hat, und nicht nur uns, sondern auch viele Leute im Hintergrund, die ihr nicht gesehen habt, haben wir es leider, war es leider noch nicht möglich, sich da wirklich der Sache auf den Grund zu gehen. Scheint ein bisschen komplizierteres Problem zu sein. Also, die Sache ist bekannt. Ich hoffe, es ist für euch nicht allzu schlimm, nicht allzu unangenehm. Da müssen wir jetzt leider mit leben. Wir werden das so schnell wie möglich beheben, das Problem. Und dann gibt es wieder die gewohnte Soundqualität. Aber für den Moment müssen wir uns leider damit abfinden. So, Auto. Ganz sehr offensiv. Jawohl, wenigstens die Runde holt man sich. Und jetzt steht natürlich auch wieder die dieses große Risiko hier auf dem Plan, dass Ironix direkt wieder in die Eco zurück müsste, wenn sie die Anschlussrunde verlieren. Zumindest, und das ist der kleine Lichtblick, hat man sich hier etwas Geld aufheben können, dadurch, dass gerade drei Leute überlebt haben und man ja eine mehr eingelegt hatte. Zumindest gibt es die Chance, dass man nur eine Eco dann aufwenden muss. Schön ist das alles nicht, aber zumindest ist es keine Doppel-Eco. Man würde dann das Chancen haben. Feli und Pulse machen die Mitte auf. Und das kostet wieder die Map-Control hier für Ironix. Phaser. Von ihm hängt jetzt ab. Wenn er auf dem Baseboard hier nicht ausrastet und nicht zwei bis drei Leute holen kann, wird der Retake wahrscheinlich nichts werden. Er ist ein bisschen zu früh gespottet worden, dadurch kriegt er keinen leichten Schuss mehr. Und es geht da ungehindert für die Jungs von Fab hier auf den Spot. Und damit hat sich für Ironix das natürlich auch wieder erledigt. Jetzt ist die Frage, ob die beiden ihre Waffen noch durchbekommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass Fab ihnen da noch hinterherlaufen wird. Auch wenn sie hier das Potenzial natürlich haben. Natürlich, wenn sie das Potenzial dafür haben, hier die fünf Waffen durchzukriegen, das ist schick, das ist gut, das tut dem eigenen Geldpolster gut, aber es wäre wichtiger, Ironix pleite zu setzen, es wäre wichtiger, ihnen die Möglichkeit zum Nachkaufen oder vielleicht zum Forsten zu nehmen, und dementsprechend sollte man sich hier auf die Jagd machen. Unter Umständen kann man da auch zwei bis drei Waffen für riskieren, Hauptsache die beiden fallen. So, Freeman, jetzt ist ihre Position bekannt, sie haben ein nettes kleines Kreuzfeuer aufgebaut, aber es wird schwierig, das Ganze zu verteidigen. Freeman ist down und auch Auto fällt.
Und damit 8 zu 3 für Fab Games. Und das bedeutet, ich habe es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, Eco-Runde. Und der, natürlich damit verbunden auch die gute Chance auf weiteres, weiteres Ausbauen der eigenen Führung hier für Fab Games. Ja, Cornflaker, die Sub-Emotes natürlich hier, die sind von der ESL. Da haben wir als, also als 99 Damage haben wir da keinen Einfluss drauf. Und auch diese Eco scheint überhaupt keine Frage mehr zu sein. Tja, also auch nochmal hier sauber durch. Was sagt man dazu? Meine Vermutung, dass Fab Games hier der Favorit sein sollte, die scheint sich ein bisschen deutlich zu, oder nicht zu bestätigen, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Aber ist einfach komplett unterlegen, soweit wie es aussieht. Und eigentlich hatten sie ja eine recht solide CT-Seite. Also ich meine, da kann jetzt natürlich noch was kommen. Cash ist durchaus zu machen auf der T-Seite, dass man da viele Runden holt. Aber Fab Games scheint so dermaßen überlegen zu sein hier für den Moment, dass ich da noch nicht so viel Änderungen in Sicht habe oder nicht so viel Änderungen sehe. Lasst uns ein bisschen noch überraschen. Gedulden wir uns. Vielleicht kommt da noch was. Noch ist es nicht zu spät. Man könnte zum Beispiel noch ein 6 zu 9 draus machen. Streamen. Schöner Spray Richtung Tür. Der Go soll halbwegs stattfinden. Man hat noch einen Spieler in die Mitte gesetzt. Also etwas interessant, dass die Jungs sich das so aufteilen. Resin. Spray durch die Smoke. Kommt ihr nicht so ganz voran, die Jungs und Fab? Das, obwohl Aronix eigentlich gar nicht wirklich den Spot geblockt hat, sondern mehr oder weniger nur auf Picks gegangen ist. Chaser, schöner Move rum. Kriegt den Spot wieder eingenommen. Badger noch am Gabelstapler, auch er fällt. 9 zu 4. Also, der Traum vom 6 zu 9 ist noch am Leben. Aber Traum ist ja auch relativ. Zwei Runden haben sie noch in der ersten Halbzeit. Eine davon kann jetzt gekauft werden. Sollte Ironix diese verlieren, ging es auch da nochmal in den Force in die letzte. Also eigentlich die perfekte Möglichkeit für Fab, sie jetzt schachmatt zu setzen. Race. Jawohl. Guter Move da aus der Tür. So, Skrunk ist erfolgreich auf B gewesen. Jetzt kann man sich natürlich auch weiter vorarbeiten in der Mitte. Die ist jetzt dementsprechend offen. Sie haben da den Offensiv-Push erfolgreich abgeschlossen. Aber man weiß natürlich auch, dadurch, dass der Anspieler gefallen ist, dass dort maximal noch einer sitzen kann. Der hat vielleicht noch Backup relativ bald dabei. Aber es ist weitestgehend natürlich auf sich alleine gestellt, hat es in der Dusche versucht, aber Skrunk, Opfer eines Refrags, wird er getradet, auch mit David K. und Resin. Also, allzu einfach wird es nicht. Streamer muss jetzt eigentlich jemanden erwischen. Oder läuft er durch? 3 AP. Was für ein übler Hit. Glück im Unglück natürlich, dass er trotzdem das Ganze überlebt hat und die beiden sind so low. Wenn Streamman weiß, dass er die beiden angeschossen hat. Ich weiß nicht, ob er den Headshot auf dem Spot erkennen konnte. Er kommt auf jeden Fall noch ran. Feli, einen Ticken schneller. Also, 10 zu 4. Und wie gesagt, jetzt ist natürlich das Geld erst einmal alle. Das heißt, man muss die letzte Runde der ersten Halbzeit hier bei Aronix mit Pistols oder der einen oder anderen UMP spielen. Und damit reduzieren sich die Chancen für diese Map hier ganz gewaltig. Natürlich immer vorausgesetzt, dass sie jetzt hier das L4 auch noch dicht machen. L4, 10, 5. Unterschied ist nur eine Runde natürlich, aber
Wie erklären wir es am besten? Sagen wir mal in Prozenten. Ob Ironix 3 oder 4 Runden hat, sind 33% mehr Runden. Und von 4 auf 5 Runden sind es 25% mehr Runden. Das heißt, man kann sie im Umkehrschluss 20% leichter besiegen. So. Ich hoffe, das ist verständlich gewesen. Ja, die Mitte ist und bleibt natürlich ein Problem, aber eigentlich, ja, es sind diese Mitte-B-Splits, die Ironix hier komplett aushebeln. Direkte R-Goes hat man jetzt zumindest halbwegs unter Kontrolle gehabt, so wirkte es. Aber ja, mal gucken, Strunk im Shot, setzt noch einen Headshot. UMP im Nahkampf, der M4 fast ebenbürtig, außer dass da 5 Schuss fehlen. Hat nur auf Distanz dann relativ schnell ihren Damage. Auto. Hinten auf den Spot. Igelt sich da noch ein in der Hoffnung, dass er lange genug überleben kann. Und das ist clever gemacht von Fab. Sie warten nochmal einen Moment ab. Gleichzeitig rennt aber Butcher mit der Bombe alleine auf den Spot, bevor man den richtig geklärt hat. Und das kostet nochmal wertvolle Zeit. 15 Sekunden. Auto verteidigt seine Position. Auto! Mit dem zweiten. Jetzt sind noch 10 Sekunden auf der Uhr. Der muss einfach nur Dev bleiben. Nimm doch deinen Kopf raus und er killt ihn trotzdem. Was für eine Runde von Auto. Er holt die 5. im Alleingang, nachdem sie ihn da komplett übersehen haben. Und so clever das gespielt war, dass man nochmal das Tempo rausgenommen hat, so schwach war es dann, dass man Auto nicht gemeinsam angeht. Aber hervorragendes Pistol Aiming. Starke Aktion von Auto. Hut ab. Ja, also 25% schwieriger jetzt für Fab Games geworden. Ne? Ich glaube, ich drücke jetzt alles nur noch in Zahlen aus. Dann kann ich mir jegliche Wertung verkneifen. So, wir sind in der Halbzeitpause. Wir warten darauf, dass es gleich in die zweite Hälfte geht. 5 Runden ist und bleibt natürlich zu wenig. Viel zu wenig. Für die CD-Seite. Jetzt schauen wir mal, ob das besser werden kann. Skrunk 14-14. Der einzige, der hier nicht massiv in der Minusrunde ist. Oder in der Minusrunden. Nee, Frag-Differenz. So, um das Wort habe ich gesucht. Und Ironix. Schnell über die Mitte. Sind jetzt schon so weit auf kurz, dass sie da eventuell durchbrechen können. Am Laster steht Resin. Gibt sich große Mühe, dass er das Ganze hier irgendwie verzögert, aber sie werden nicht viel tun können. Müssen sie da mehr oder weniger auf dem Spot machen lassen. Und dann geht man auch hier in den Retake rein. Das war das erste kleine wichtige Duell. Jawohl, Feli setzt sich dadurch. Und damit haben sie die Kontrolle über die Mitte und über kurz. Jetzt wird nochmal ein kurzer Blick geworfen, dass man da nicht in den Backstab reinläuft. Butcher also auch sehr umsichtig. Und alles hängt davon ab, erstens, wie schnell man die Frags auf dem Spot machen kann. Und zweitens, wie schnell man das Defuse-Kit dort rauf bekommt und in Richtung Bombe. Aber es sieht bisher sehr gut aus. Ironix muss da jetzt wirklich gewaltig treffen. Die Headshots fliegen. Und Fab Games ist erfolgreich. Die Piste geht auf ihr Konto. Und damit ist der Grundstein für diese... Ach, schon ein bisschen mehr als der Grundstein. Schon der erste Stock für diese erste Map hier gelegt für Fab. Und das wäre für mich die erste Überraschung hier. Denn eigentlich hätte ich Ironix jetzt ein bisschen stärker eingeschätzt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also kann man sich täuschen. In Deutschland ist halt alles eine Wundertüte. Nicht übel. Hat Phaser da gut angehetet und auch Skrunk hat einiges abbekommen. Ah, Badger. Macht er gut. 3 Leute ausgeschaltet. Der 4. ist Skrunk noch irgendwo in der Main. Kann aber durch die Smoke auch nicht allzu viel machen. Also die einzige Möglichkeit, die ihm bleibt, ist hier mehr oder weniger zu warten, bis die Smoke weg ist oder eben was auch immer da zu starten. 12-5.
So, jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Man hat den Bombplant aus der Piste benutzt, um hier eine Runde früher zu kaufen, der sogenannte Early Buy. Also eine Runde eher als normal, wenn man die Piste verliert. Normalerweise spielt man bis zum 3-0 und dann in der vierten wird gekauft. Ich suche immer noch den Spieler da oben. Wo ist er denn eigentlich? Feli ist das. Feli. Jawohl. Jetzt müssen die beiden natürlich gucken, dass sie da wieder rauskommen. Molotov dahinter. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Flash saß nicht unbedingt. Pulse macht gut Schaden und Resin unterstützt ihn an. Ironix wollte die beiden unbedingt haben. Sie wollten verhindern, dass sie da mit dem Frag davon kommen. Der Gedanke ist nicht schlecht. Aber die eine Flash hat irgendwie nicht gesessen. Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen zu überhastet geworfen wurde. Und ja, so kriegt man Ironix in der Mitte down. Und dadurch haben sie nicht nur einen, sondern gleich drei Spieler verloren. Kurzen Smoke auf den Spot. Resin kommt rumgezogen und David Carr steht jetzt ganz alleine mitten auf dem Outspot ohne Deckung. Und ohne Aussicht auf Erfolg. 13 zu 5. Also sieht stark nach dem Sieg für Fab Games aus. Drei Runden fehlen ihnen noch. Eine davon wird diese weitere Eco-Runde hier sein. Oh wow. Seit wann ist denn das wieder an? Ja, also, Asport ist gut gehalten, schickes Janis gerade 2 aufgebaut. Jetzt kann man sich natürlich auch für die letzten beiden Runden kaufen, was man möchte bei Fab. Also, da gibt es keine... Es keinerlei... Probleme mehr. Hat dann genug Geldpolster aufgebaut. Und die beiden gehen jetzt hier offensiv. Das ist clever gemacht. Könnte durchaus sein, dass Ironix da Probleme bekommt mit. Skrunk deckt defensiv ab, nur noch 14 AP. Und wenn man jetzt halbwegs in Position gewesen wäre, hätte man mit diesem Offensiv-Push vielleicht eine direkte Mittekontrolle anspielen können. Das wäre natürlich schön gewesen. Denn wenn zwei Leute vor B offensiv sind, dann fehlt meistens der Schieber, der noch in die Mitte kommen könnte. Das heißt, den könnte man dann angehen. Aber das muss dann so dermaßen schnell gehen, dass die beiden auch nicht die Gelegenheit bekommen, sich halt Richtung Schacht nachzuboosten oder den zweiten zum Schieben zu bewegen. Und da war Ironix halt leider nicht in der Position zu. Deswegen müssen sie hier erstmal gucken, womit sie dann darauf reagieren. Ja, damit hätte er eigentlich tot sein können, aber Hutchard trifft hier nicht ganz. Und so geht die Mittekontrolle an Ironix. David. Auch ein schöner Entry. Und jetzt geht's auch Richtung Spot. Resin wird rausgemollied. Hat eigentlich keine Chance. Kann nur hoffen, dass er Schaden macht. Macht er auch. Ein guter Hit gegen Phaser. Reduziert zumindest die Gegner ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass Webcams hier wirklich noch ernsthafte Chancen sieht, die Runde zu holen. Die Sache ist nur, dass sie so weit überlegen sind, dass man solche Dinge sogar probieren könnte. Geldpolster ist auch ausreichend da. Und wenn Ironix jetzt viele Spieler verlieren sollte, dann kann das bedeuten, dass man am Ende auch an Equipment sparen muss für die letzten Runden. Und das wäre schon ein lohnenswertes Ziel. Also ist jetzt alles... Oh, schön, Otto und David. Runde ist durch. Das ist jetzt alles natürlich... War eine Frage von... von Risiko gegen das sichere Durchbringen. Also will man die gegnerische Economy low halten oder möchte man lieber die eigene stärken? Möchte man selbst was zurücklegen? In dem Fall haben sie sich dafür entschieden, noch anzugreifen. Ist halt schief gegangen, aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung gewesen.
Weil Aronix ist hier das Team eigentlich, was sparen muss und was ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Freeman. Zusammen mit David hat er sich hier in der Main aufgestellt. Die beiden warten erstmal auf die Smoke, gucken natürlich, ob es keine Offensiv kommt. Deswegen hat sich David auch so weit vorne hingestellt, um genau diese Position hier zu unterbinden. Die ist nämlich extrem gefährlich. Von da aus kann man über die Smoke schauen. Ist von der anderen Seite fast nicht zu sehen. Außerdem ist es dahinter sehr dunkel. Das heißt, man hat einen relativ niedrigen Kontrast von Spieler zum Hintergrund. Und das führt dazu, dass man ihn fast nicht sieht von der anderen Seite. Deswegen gilt es, die Position zu verhindern. Raze kann die Mitte halbwegs halten. Jetzt ist er gezwungen, sich zurückzuziehen. Die Smokes und die Flashes verjagen ihn. Hat er nochmal eine Gelegenheit bekommen. Die Frage ist, ob Feli hier mehr ausrichten kann. Feli. Guter erster Kill. Hat er ein bisschen was verloren. Die Flash saß aber den Ticken zu spät. David hat schon mal was genommen. Trotzdem ging das Ganze langsam genug, dass Fab hier die Chance hat, den Spot vernünftig zu verteidigen. Einfach durch die Schieber, die danach kommen. David. Jawohl. Ah, schade. Kommt nicht mehr an Puls ran. Kleines bisschen mehr Zeit zum Umdrehen, dann hätte es vielleicht funktioniert. 15 zu 6. 9 mögliche Runden hier, die Partie zu beenden. Und ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht ausreichen sollte. Wahrscheinlich sogar in den nächsten Runden schon. Denn Aronix sieht heute zumindest nicht so aus, als wären sie da in der Lage, gegenzuhalten. Ja, der Molotov sollte eigentlich ein Rubitos-Urteil sein. Jawohl, hat er gut gemacht, hat Streamer da rausgeholt. Ich weiß nicht, ob er die Hits vielleicht irgendwie gehört hat. Resin stand ja da drauf und er könnte zum Beispiel angesagt haben, dass das einiges an Hits gegeben hat. Ich gehe mal sogar davon aus, weil man hatte schon ziemlich deutlich darauf reagiert. So, jawohl. Schon der Molotov. Resin wirkt etwas überfordert. Batschan auf dem Spot. Kann auch nochmal aufhalten, aber Skrung ist durch und da konnte der Lasterspieler ihn nicht rechtzeitig stoppen. Und Batschan hat sich darauf verlassen, dass er von hinten gedeckt ist. David macht Damage, aber reicht das? Ah, jetzt kommt Phaser noch mit rum. 1 gegen 3 Situation für Feli. Das sollte er eigentlich nicht mehr schaffen. Also Zeit zum Rückzug, Waffen saven. Und dann kann sich Aronix nochmal ein kleines bisschen zumindest eine Verschnaufpause gönnen. So, da bin ich wieder. Versuche mich gerade ein bisschen einzufinden. Feli auf jeden Fall mit der einen gesaveten Waffe hat versucht, sie einzusetzen. Ist aber nicht gelungen.
So, währenddessen hat Outer Attacks wohl 16 noch zu 9 gewonnen gegen die MM All-Stars. Und auch Leisure ist schon erfolgreich. Das sind so die Sachen, die parallel laufen. Hat Lioncast geschlagen, 16-6, sogar ziemlich deutlich. Also so langsam kommen die anderen Partien natürlich rein. Die ersten Spiele sind schon durch. Während sich auch noch nichts hier auf den Spot begibt. Mit vielen Pistols ist das nicht unbedingt so gut zu holen. Deswegen ist Fab, glaube ich, ganz zufrieden, wenn sie hier die beiden Waffen durchbekommen. 5-7 ist auf jeden Fall stark. Und die M4 sowieso. Und da liegt sogar die AWP noch. Also, das ist sogar Pulse eigene. Hat er die da liegen lassen? Oder, naja, wird sie wahrscheinlich gedroppt haben in der Vorrunde. Skrunk ist auch gestorben. Ist das die von Skrunk? Hat Skrunk sie gepickt und jetzt wieder verloren? Ich glaube, er hat sich seine AWP zurückgeholt. Ja, Sede Majori hat sich 0, nee, hat sich 5 zu 16 gegen die Panthers geschlagen geben müssen. Die Panthers haben ja den letzten Cup letzte Woche gewonnen. Also sind sie sicherlich hier auch wieder ein heißer Anwärter für diesen, zumindest für die späteren Runden, Schrägstrich fürs Finale. Jetzt gucken wir mal, ob Fab Games hier weiterkommt. Es sieht momentan extrem gut aus, keine Frage. Aber auch die letzte Runde will natürlich geholt werden. Jetzt kommen noch mehr Ergebnisse rein. Eisen U 16-9 gegen Planet Dynamics. So, Razor im Entry. Beiden sind hier offensiv gegangen und haben dort Phaser erwischt. Das Gang währenddessen auch mit der AWP. Geht das schon über kurz durch. Die beiden sind momentan noch allein, aber sie kriegen jeden Moment Backup. Guckt mal oben links auf die Karte. Da kommt schon über den Laster einiges nach. Race, Batcher, es sieht gut aus für diese Runde, aber kommt Streamen aus dem Nichts geschossen. Und holt sich mit Felix schon seinen zweiten Frag. Auto währenddessen fast zeitgleich erfolgreich. Das Ganze geht ins 2 gegen 2. Also haben sie die Runde wieder ganz gewaltig aufgemacht. Ziemlich riskanter Plant, vor allem wenn man weiß, dass der Gegner schon so dicht dran ist. Aber funktioniert hat es. Und dadurch haben sie jetzt natürlich eine deutlich bessere Ausgangssituation. Auch das ist von ESG hier nicht ungewöhnlich, dieser Plant. Ein bisschen weiter rechts, dadurch kann man ihn besser einsehen. Von der anderen Seite und ist gleichzeitig etwas mehr gedeckt. Pulse holt ihn aus der Luft. Wurde war schon angeschossen und mit dem Shot an Threeman ist die Sache vorbei. GG. Well played. Ein wohlverdienter Sieg für Fab Games eSport. Muss man ganz klar so sagen. Sie haben sich hier ohne jeden Zweifel besser geschlagen und Ironix absolut verdient hier besiegt. Ja. Und damit sind wir mit der ersten Runde durch. Jetzt können wir natürlich